別も体格差も関係ねえ。牙の鋭い方が勝つ。それがキリングバイツだ。Was geht, Freunde der Leaks und Freunde der Theorien? Willkommen zurück in meinem Kanal zu Dragon Ball Legends. Und viele von euch haben mich im Discord angeschrieben und gesagt, guck mal hier, es kommt ein Transforming-Charakter, weil es kam ein, also es wurde eine neue Karte geleakt, die so noch nicht eingeführt ist. Und zwar diese hier. Man sieht darauf das Symbol für finalen Angriff, aber auch das Symbol für Transformation. Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, klar, es könnte sein, dass die Ape Boys sozusagen, also Super Saiyan 4, Goku und Vegeta, im Kampf mit dieser Karte fusionieren. Allerdings, denke ich, stellt das technisch Probleme dar. Nicht jetzt so rein von der Hardware oder sonst irgendwie von der Programmierung, sondern rein von der Dragon Ball Legends Logik. Weil, sagen wir jetzt mal Folgendes. Ihr habt jetzt einen Charakter, der ist ein Duo. Was weiß ich, rot. Keine Ahnung. So, und irgendwann nach gewissen Zeiteinheiten, weil ich denke mal nicht, dass man es anders lösen kann, weil die Hauptfähigkeit würde ja immer euren Wechsel einleiten, würde dann diese Karte droppen. So, dann frage ich mich jetzt, warum sollte ich denn den Vorteil eines Duos aufgeben, um dann zu fusionieren? Weil dann habe ich ja nur eine Farbe. Es müsste ja dann quasi so sein, dass er entweder farbneutral ist, komplett durchgängig. Oder halt auch immer im Farbvorteil. So quasi, keine Ahnung, die beiden Nachteile, die die jeweils hatten. Sagen wir jetzt mal, der ist lila. Dann hat der Vorteil gegen grün, Schwäche gelb. Und hinterher Vorteil gegen gelb und, wie war das nochmal? Nee. Was habe ich jetzt gesagt? Lila, Vorteil gegen grün, Schwäche gelb. Dann ist das ja umgekehrt, Vorteil gegen gelb. Welche grün, so. Das heißt, der müsste ja dann Vorteil gegen grün und gelb haben und keine Nachteile, damit sich das überhaupt lohnt. So, weil, warum sollte ich sonst fusionieren? So, sehe ich den Sinn nicht hinter. Dazu kommt noch, eigentlich würde es dann auch nur Sinn machen, den für Tech GT zu machen, weil für Son-Familie, für Vegeta-Familie, für fusionierter Kämpfer macht das gar keinen Sinn dann, weil, jetzt stellt euch vor, ihr habt jetzt ein Duo. Bisher wäre es dann so gewesen, sagen wir jetzt mal, die sind Goku und Vegeta. Dann habt ihr Super Saiyan 4, GT, Son-Familie, Vegeta-Familie, Saiyan. Ja, das müsste es eigentlich schon gewesen sein, glaube ich. So, jetzt würdet ihr aber fusionieren. Son-Familie und Vegeta-Familie würde verschwinden. Das würde schon mal nicht mehr funktionieren. So, dann müsstet ihr auf safe auf dem Anführerplatz sein, weil nach der Fusion wäre bei Son-Familie und Vegeta-Familie sonst alle Buffs weg. Aber er wiederum würde auch niemand mehr buffen, weil er ja jetzt ein fusionierter Kämpfer ist. Sei denn, sein Effekt sagt das immer noch. Aber dann würden zum Beispiel Effekte wie Ausrüstung oder so, die dann sagen Son-Familie, Vegeta-Familie, nicht mehr funktionieren. Genauso wie fusionierter Kämpfer. Da müsste er auch safe auf dem Anführerplatz. Und bevor die Transformation da ist, würden schon mal Ultra Vegetto und Ultra Gogeta nicht ihre vollen Effekte haben. Das wäre auch noch dazu. Dann sollte diese Karte erst aufploppen nach gewissen Zeitanhalten. Und sagen wir jetzt mal, auf einmal kommt Gohan rein, macht seine grüne Karte, zack, Karte weg, ihr könnt nicht transformieren. Wie scheiße wäre das denn? Es sei denn, es steht irgendwie in den Effekt, die Karte kann nicht zerstört werden oder so. Oder die Karte kommt wieder, falls ihr daneben landet oder was auch immer, sodass ihr safe irgendwie die Transformation einleiten könnt. Aber ansonsten wärt ihr doch auch so jetzt in der aktuellen Meta maximal im Nachteil damit, weil wie oft kam das schon? Ihr habt Deckungswechsel gehabt, ihr habt, keine Ahnung, einfach nur da gestanden, wolltet den Kombo starten, dann kam auf einmal Gohan rein, macht die grüne Karte, eure Karten sind weg. Was wollt ihr da machen? Und selbst wenn der Effekt sagen würde, wenn diese Karte kommt, die des Gegners down, keine Auswechselmöglichkeit, Vanish weg, und ihr sagt, okay, ich mach das sofort, dann kann der Gegner immer noch mit Rising Rush kontern. Also, es wäre nachteilig, das so zu machen. Wofür könnte das sonst sein? Es gibt bestimmt noch einige Charaktere, die definitiv bei ihrem Spezialangriff eine Transformation einleiten. Ich glaube, Baby Vegeta hat das sogar tatsächlich gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie das war. Ich meine, der hat gegen Goku gekämpft. Und als er dann in den Super Saiyan 3 gegangen ist, hat er sich, glaube ich, in die nächste Form verwandelt, als er die schwarze Genki-Dama gemacht hat. Ich weiß es aber nicht mehr genau. So, und da könnte das zum Beispiel zum Tragen kommen. Außerdem könnte man das Symbol
von BoJack ändern. Weil auch BoJack hat mit seiner Attacke sich ja transformiert. So, und da kennt ihr dasselbe Problem. Und da habt ihr es mit einer Hauptfähigkeit aktiviert. Also konntet es in einer Combo machen. Wenn das bei dem Duo ist, dass das nach Zeitanhalten kommt, wird es dann schwierig, sag ich mal. Sonst würden mir jetzt spontan keine Charaktere einfallen, die mit einem Angriff die Transformation ausgelöst haben. Also wenn ich mich an die Szene erinnere, wo zum Beispiel Trunks gegen Goku gekämpft hat, tja, der hat sich vorher transformiert und dann den Angriff gemacht, aber auch so ein, der Goku aus der Movie-Saga zum Beispiel, der hat sich ja dann transformiert in den Super Saiyajin und die Genki-Dama gemacht. Vielleicht für sowas. Weil dann wäre es ja ein finaler Angriff mit einer Transformation, dass sie das vielleicht nochmal unterteilen wollen. Vielleicht gibt es dann auch nochmal finale Transformationsangriffe oder so und dafür speziell Ausrüstung. Vielleicht. Dann gibt es noch zwei andere Symbole und zwar die hier. Da sehen wir eine Sanduhr. Die eine ist gefüllt, die andere ist geleert. Auch da vermuten viele, dass das halt daran liegen könnte, dass die, dass das Ape-Duo sozusagen erst eine Leiste füllen muss, also diese Sanduhr zum Beispiel, und dann halt in dem Fall die Transformation auslösen kann. Das wäre schon eher sinnig, aber da stehen wir vor demselben Problem mit den Techs, weil wenn das nur rein GT wäre, würde das funktionieren. Wenn das für fusionierter Kämpfer, Son-Familie etc. sein soll, semi-gut, weil Ausrüstung würden nicht 100% passen, Effekte nicht richtig miteinander synergieren, Buffs würden nicht richtig miteinander synergieren. Würde ich jetzt nicht so fühlen, ehrlich gesagt. Was man aber durchaus machen könnte, Fusionen, die vielleicht nur eine Zeit halten. So, das wäre vielleicht machbar. Dass man vielleicht sagt, okay, also ist quasi umgekehrt machen, weil ich sagte ja gerade, warum sollte man den Vorteil eines Duos aufgeben? Und da könnte man es tatsächlich so machen, ich sag jetzt mal, vielleicht ist das sogar für den Ultra-Gogeta gedacht, dass man dann halt als Gogeta startet, man sieht die Ultra-Animation, wie die beiden fusionieren. Und wenn die Sanduhr abgelaufen ist, dann würden die defusionieren und man hätte wieder das Duo und damit trotzdem einen Vorteil. Auch würde ich sowas, sag ich mal, in Anführungszeichen sehen, das meiner Meinung nach beste Beispiel wäre der Herzvirus-Goku. Man startet mit diesen heftigen Buffs und ist vielleicht sogar tanky oder kann in der Zeit gar nicht sterben mit dem Charakter. Und sobald die Sanduhr abgelaufen ist, stirbt er automatisch. Das wäre zum Beispiel auch ein cooler Effekt. Stellt euch vor, ihr habt einen Charakter, der verliert die ganze Zeit Energie, löst dabei noch Effekte aus, kann aber nicht sterben vorher. Sobald die Sanduhr abgelaufen ist, stirbt er aber automatisch. Das heißt, egal ob finale Angriffe kommen, ein Rising Rush oder sonst etwas, der kann nicht sterben, bis die Sanduhr abgelaufen ist. Das heißt, ihr habt einen absolut safen, 100% sicheren Charakter für 30 Zeiteinheiten. Sag ich jetzt mal einfach, 30 Zeiteinheiten wäre, glaube ich, fair. Und man müsste es dann halt nur so machen, dass diese Sanduhr nur dann läuft, wenn er auch im Spiel ist. Das heißt, wenn er auf die Bank geht, läuft die Sanduhr erstmal nicht weiter. So würde ich das pauschal machen. Das wäre halt eine Variante. Viele vermuten halt, dass diese Sanduhr halt läuft und wenn die Sanduhr voll ist, zieht halt das Ape-Duo seinen finalen Angriff und dann kann man sich halt verwandeln. Aber wie gesagt, das halte ich für einen maximalen Nachteil, weil man müsste halt so viele Wenns und Abers noch aufschreiben, damit dieser Angriff 100% safe kommt, weil sonst wird der in der aktuellen Meta so viel wie Karten aktuell zerstört werden, weil überlegt mal, ich glaube, Pan wirft eine Karte ab, Gohan wirft eine Karte ab, der Piccolo wirft zwei ab, dann habt ihr noch die grüne Karte von Gohan, ihr habt die grüne Karte von Pan, die verhindern würde, dass ihr wechselt und so weiter. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das Wechseln dann auch nicht funktioniert. Ich habe seitdem kein Duo mehr gespielt. Das wäre so maximal nachteilig irgendwie. Deswegen weiß ich nicht, wenn die das damit vorhaben, ob das wirklich so einen krassen Impact hätte, wie die vermuten. So. Schreibt mir da ruhig gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Weil das sind die aktuellen Leaks, also die Symbole sind schon im Spiel, sind nur noch nicht genutzt. Es kann natürlich auch sein, dass sie uns maximal schärfen und dass diese Effekte einfach so, keine Ahnung, irgendwie die Buffs einzeln darstellen, dass sie vielleicht über den anderen Symbolen sind. Es wird zwar ein bisschen klein, aber es wäre irgendwie lustig. Oder für andere Spielmodis gedacht sind, dass du halt irgendwie x Zeiteinheiten erstmal siehst oder für den Superkampf, also hier Kampf mit voller Kraft, dass du dann siehst, wann der halt seinen Explosionsmove macht, um den effektiver auszuweichen. Das wäre auf jeden Fall trollig.
Aber ja, ich sehe auf jeden Fall in sowas eher Potenzial, weil bisher haben wir halt die Unique Gouge, dass sie sich immer gefüllt hat oder so, ne? Und wenn man das dann hier andersrum machen würde, dass er vielleicht die Buffs hat und dann danach irgendwie schlecht wäre oder schlechter wäre oder anders wäre, so, wäre auf jeden Fall eine Option. Auch wo ich das gut sehen könnte, wäre zum Beispiel der Super Saiyajin 3 aus der Buu-Saga. Der hat ja eine Zeit lang den Super Saiyajin 3 gehabt und ist dann wieder zurücktransformiert, weil er die Form nicht mehr halten konnte. Das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Oder dass der Super Saiyan 2 ab einer gewissen Form in den Super Saiyan 3 geht. Beispiel. Oder wie gesagt, für Baby. Das wäre auch eine Option. Ja, was meint ihr dazu? Was denkt ihr? Wofür sind die Symbole da? Ich habe jetzt nur mal einfach so laufen lassen, was ich denke und was spielmechanisch passen würde, was spielmechanisch nicht passen würde. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr denkt, wie das machbar ist, oder denkt ihr vielleicht jetzt anders, nachdem ich euch meine Gedanken mitgeteilt habe. Schreibt alles in die Kommentare. Von meiner Seite aus war's das. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Hat Spaß gemacht mit dir, auch wenn unsere Zeit ziemlich kurz war. Denn jeder, der es wagt, den Frieden